Liebe Geschwister, im Herrn Jesum Christum, nochmals zu Johannes 20, Vers 22, Heiliger Geist. Hier hoffe ich, dass der Text, den ich lese, jetzt komplett drauf ist, dass ich nicht unterbrochen werde. Johannes 20, Vers 22, Heiliger Geist. Eine Frage. Haben die Jünger den Heiligen Geist vor Pfingsten bekommen? Johannes 20, 22. Als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Antwort: Lieber Daniel, der Artikel den ist in der Elberfelder 19.05.27 kursiv gesetzt, zum Anzeigen, dass er im Grundtext nicht vorkommt. Das ist extrem wichtig für die Auslegung dann. Man sollte nur Bibeln nehmen, die auf solche Dinge Rücksicht nehmen. Dass, wenn man schon einen Artikel hineinsetzt, der besseren deutschen Lesung halber angeblich, dass man das dann kennzeichnet. Und das macht die Elberfelder 19.05.27 hervorragend gut. Also, ich lese jetzt nach Elberfelder 19.05.27 und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfanget, und jetzt lest den, kursiv, von mir fett gemacht, Heiligen Geist. Das heißt, dieses Wort den, der Artikel den, der fehlt im Grundtext. Und das ist der Kasus Knaxus. Es geht hier um Auferstehungsleben, nicht um den Heiligen Geist. Es geht um Leben, nicht um den Heiligen Geist. Es geht um die Kraftquelle des ewigen Lebens. Der Heilige Geist konnte erst kommen, nachdem der Herr in den Himmel aufgefahren war. Johannes 14, 26. Der Sachwalter, also der Paraklet, Tröster, aber der Heilige Geist, welcher den Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 15, 26. Wenn aber der Sachwalter oder Fürsprecher, Tröster, wie Kapitel 16, 7, gekommen ist, also ein Paraklet, wie im Hebräer auch, den ich euch vom dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Die dritte Stelle im Johannesevangelium über dasselbe, Kapitel 16, 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und dann geht es im Forum weiter nach unten, also das ist dieses bbkr.ch Forum. Dann kommt eine weitere Antwort, die ist jetzt von mir, lese sie trotzdem. Johannes 20, 22, der Odem des Lebens, der Hauch Gottes. Und Jehova Gott hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. 1. Mose 2, Vers 7. Er hauchte in sie und sprach zu ihnen: Empfanget Heiligen Geist. Johannes 20, 22. Denn der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. 2. Thessalonicher 2, 8. Aus der oben angeführten ersten Schriftstelle sehen wir, dass Gott dem aus dem Staube der Erde gebildeten Menschen den göttlichen Odem des Lebens einhauchte.
und derselbe damit eine lebendige Seele wurde. Solches geschah bei den Tieren nicht. Tiere haben keinen Geist. Tiere haben wohl eine Art Seele, aber keinen Geist. Nur der Mensch empfing diesen Odem des Lebens aus Gott, ein Tier aber niemals. Tiere sind gemacht zum Fang und Verderben. Daraus ersehen wir, dass die Evolutionstheorie dem klaren Wort Gottes widerspricht. Dieses Leben hört niemals auf zu existieren und kann nicht vernichtet werden, denn es ist der Odem des Lebens aus Gott. Verschiedene Arten von Tieren haben im Laufe der Jahrtausende, und wir sind ungefähr jetzt im Jahr 6000, aufgehört zu sein. Sie sind ausgestorben. Der Mensch aber nicht. Gott hat dieses Einhauchen niemals wiederholt, sondern angeordnet, dass dieser Odem des Lebens beständig fortgepflanzt werde von den Eltern auf die Kinder. Sogar Eva hat diesen Odem nicht neu von Gott bekommen, sondern sie wurde durch Adam desselben teilhaftig, denn sie wurde aus seiner Seite genommen. Du und ich, wir haben heute nichts anderes als den Odem Gottes, den er damals in die Nase des ersten Menschen hauchte. Dieser Odem hat nie etwas von seinem Werte verloren. Ein Mensch kann das weder vollständig verstehen noch erklären. Wer es vollständig verstehen kann, ist Gott. Wer es nicht glauben kann, ja, mache ich da nochmals weiter. Gott hat dieses Einhauchen niemals wiederholt, sondern angeordnet, dass dieser Odem des Lebens beständig fortgepflanzt werde von den Eltern auf die Kinder. Sogar Eva hat diesen Odem nicht neu von Gott bekommen, sondern sie wurde durch Adam daselbst teilhaftig, denn sie wurde aus seiner Seite genommen. Das habe ich schon gelesen. Du und ich, wir haben heute nichts anderes als den Odem Gottes, den er damals in die Nase der ersten Menschen hauchte. Dieser Odem hat nie etwas von seinem Werte verloren. Ein Mensch kann das weder völlig verstehen noch erklären. Paulus sagte den Athenern, dass Gott selbst allen Leben und Odem alles gibt und dass wir Gottes Geschlecht sind. Apostelgeschichte 17, 25. Wenn nun der Körper vergeht, weil er durch die Sünde sterblich ist und wir dem Leben Gottes von Natur entfremdet sind, das heißt, die geistliche Verbindung mit Gott durch die Sünde abgeschnitten ist, so vergeht doch dieser von Gott eingehauchte Odem niemals. Er existiert auf ewig. Über diesen großen Gegenstand schreiben wir jetzt nicht, weil wir noch etwas über das zweite und dritte Hauchen zu sagen haben. In der zweiten Stelle, Johannes 20, 22, hauchte der Herr Jesus an dem Auferstehungstage in seine Jünger, nachdem er das große Erlösungswerk vollbracht, gebrauchte er seine wunderbar göttliche Kraft, Heiligen Geist, in die Jünger zu hauchen. Achtung, nicht den Heiligen Geist. Heiligen Geist als Auferstehungsleben. Nur Gott vermag dieses zu tun. Gott, der Sohn, hat dies getan. Der ewige Sohn Gottes hat dies getan. Und niemals hat er, unser Herr, aufgehört, Gott zu sein. Er, der um unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Römer 4, 25.
der im Anfang der Schöpfung in Adams Nase den Odem des Lebens hauchte, hauchte jetzt, als der Auferstandene aus den Toten, Heiligen Geist, den Odem Leben. Die Energie eines neuen Auferstehungslebens in die Jünger. Als der letzte Adam wurde er zu einem Leben spendenden Geist. Der Jesus Christus ist der Mensch vom Himmel, der ewige Gott, Gott der Sohn, der Mensch vom Himmel, der lebendig machende Geist. 1. Korinther 15, 45. Ja, 1. Korinther 15, das ist ein Kapitel. Dieser Hauch des auferstandenen Herrn ist nicht zu verwechseln mit dem persönlichen Herabkommen Gottes des Heiligen Geistes am Pfingsttage. Als aus dem Himmel ein plötzliches Brausen geschah, wie von einem dahinfahrenden gewaltigen Winde. Apostelgeschichte 2. An diesem Tage, als der Herr Jesus den Heiligen Geist vom Himmel ausgoss, wurde die Gläubigen, wie wir wissen, in dem einen Geiste zu einem Leibe getauft. 1. Korinther 12, Vers 13. Und mit Kraft aus der Höhe angetan, seine Zeugen zu sein. Von dieser Taufe hat Johannes der Täufer im Geiste geweissagt, und auch der Herr Jesus selbst hat den Seinigen diese Verheißungen gegeben, ehe er gen Himmel fuhr. Wie das ein Hauchen des Odems des Lebens in die Nase des Menschen am Schöpfungstage nur einmal geschah und sich niemals wiederholte. So hat auch der auferstandene Herr nur einmal Heiligen Geist in seine Jünger gehaucht. Also nochmals nicht den Heiligen Geist, sondern Heiligen Geist ohne Artikel, also Leben, Odem. Und wie wir das natürliche Leben seines Anfangs hatte, als Gott den Odem des Lebens in Adam hauchte, so hauchte auch das neue geistliche Leben seinen Anfang, als der Auferstandene, Gott geoffenbart im Fleische, in seine Jünger Heiligen Geist hauchte. Dieser Hauch des Geistes eines neuen Auferstehungslebens fand von den Jüngern aus seine Fortpflanzung, wie das natürliche Leben von Adam aus seine Fortpflanzung fand. Niemals ist ohne irgendwelche menschliche Vermittlung, ohne eine menschliche Stimme oder eine vom Menschen geschriebene Schrift oder durch das vom Heiligen Geist inspirierte, aber vom Menschen geschriebene Wort Gottes dabei tätig war. Also ohne menschliche Vermittlung ist es niemals geschehen. Diese Tatsache beweist wieder die Einheit aller Gläubigen, denn niemand kann sagen, ich bin ganz unabhängig von irgendeinem von Gott gebrauchten Menschen zum Herrn gekommen oder ich habe den Hauch des Geistes unmittelbar vom Himmel erhalten. Niemand wird heute gesalbt mit dem Heiligen Geist, sondern jeder bekommt, indem er, wenn er sich bekehrt, wird er zum Leibe Christi hinzugefügt. Und dadurch hat er die Salbung des Heiligen Geistes. Aber nicht unabhängig, es gibt nur einen Leib. Gott hasst auch die Spaltungen in der Christenheit. Der Herr Jesus anerkennt keine einzige Kirche, Gemeinde, Versammlung, wie auch immer. Er anerkennt nur seinen Leib. Wenn das wäre, so hätten wir mit einem solchen eine neue Familie, eine neue Gemeinde ihren Anfang gefunden.
Doch der Herr hat nur einen Leib, und jedes Glied hat durch die Berührung mit dem vom Herrn, den Jüngern eingehauchten Heiligen Geist seinen Anfang genommen und ist alsdann durch den Empfang des Heiligen Geistes dem einen Leibe hinzugefügt worden. 1. Korinther 12, Vers 13. Ebenso wie auch der Lebensanfang jedes Gliedes der Menschheit auf den Hauch Gottes in Adams Nase zurückgeht. Es ist wichtig, bei dem ersten und zweiten, dem alten und neuen Menschen, das Gleichartige und wiederum Gegensätzliche zu beachten. Deshalb, so wie Gott bei der Schöpfung aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht hat, indem er den Odem des Lebens in Adams Nase hauchte, so auch in dem Gebiet der neuen Schöpfung sind alle wahrhaft Bekehrten von dem Geisteshauch des Auferstehungslebens berührt, gezeugt und in einem Geiste zu einem Leibe getauft. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, Hebräer 2, Vers 11. Dieser Geisteshauch ist nie erloschen, wenn auch die Mächte der Finsternis ihn aufs Heftigste bekämpft haben. Ein neues Hauchen durch den Herrn in eine neue Taufe des Geistes, eine neue Bildung seines Leibes ist niemals geschehen und ist einfach ausgeschlossen. Die dritte Schriftstelle spricht von dem Hauchen des Mundes des Herrn bei seiner Offenbarung vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. 2. Thess 1, 7. Darauf wies Johannes der Täufer schon hin, als er verkündigte: Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Der Hauch seines Mundes ist nicht wie am Auferstehungstage ein Lebenshauch, Gnade und Vergebung der Sünden jedermann anzubieten, sondern jetzt bedeutet ein verzehrendes Gericht für alle, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorcht haben, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn. 2. Thessalonicher 1, 8 und 9. Den Gesetzlosen wird der Herr Jesus verzehren durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Viele sehen darin den Antichristen, das Wort Gottes sagt das aber nicht so direkt. Aus Offenbarung 19, 20 ersehen wir, dass das Tier und der falsche Prophet ergriffen werden, wenn der Herr auf dem weißen Pferd kommt. Lebendig werden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Auch hier finden wir keine Wiederholung. Denn nur einmal lesen wir von diesem verzehrenden Hauch seines Mundes. Es ist das Gericht und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Weiter trifft das Gericht auch die, welche zur Lösung des Königs, zur Linken des Königs stehen. Matthäus 25, Vers 41. Nach dem tausendjährigen Friedensreich des Herrn kommt der Teufel selbst an die Reihe. Er wird in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist, als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Apostelgeschichte 20, Offenbarung 20, Vers 10.
Und zuletzt werden alle, deren Namen nicht in dem Buche des Lebens geschrieben gefunden wurden, in den Feuersee geworfen. 20 Vers 15. Und Feuer fraß aus seinem Munde. Psalm 18. Lasst uns den Herrn preisen, dass der Hauch des Geistes auch uns zu neuem Leben erweckte. Möchten auch durch uns viele von dem Lebenshauch des Heiligen Geistes berührt werden und einverleibt der Schar der Erretteten dem Gerichtshauch des Feuers entrinnen. Liebe Geschwister, wenn ihr das dann auch kontrolliert habt, bitte ich euch auch um Ergänzungen, Fehlermeldungen, Erweiterungen, die ich dann auch an dieses Pfeil anknüpfen, anhängen könnte. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch ein vertieftes Studium über das Wunderbare, dass wir von dem Herrn Jesum Christum Leben bekommen haben und von dem aufgefahrenen Herrn den Heiligen Geist.